Wo die Hirten in Bethlehem angekommen sind, haben sie die Maria und den Josef gefunden und das Kind in der Futterkrippe. Da haben sie gestaunt und ihnen voll Freude erzählt, wie sie verschrocken sind, wo der Engel ihnen so unerwartet auf dem Feld erschienen ist. Doch dann hat er gesagt, «Habt keine Angst, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die werden sich alle Menschen freuen. Heute ist in Bethlehem, in der Stadt von David, euer Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Geht und schaut selber. Er liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Daran werdet ihr ihn erkennen.» Unerwartet ist es auch für die Weisen aus dem Morgenland gewesen, dass sie den neugeborenen König nicht im Palast, sondern im dunklen Stall gefunden haben. Trotzdem sind sie in dem armseligen Haus vor ihm auf Knie und haben dem kleinen, unscheinbaren Kind voll Ehrfurcht und Dankbarkeit ihre Geschenke gebracht. Unerwartet anders ist das Jahr 2020 verlaufen. Die ganze Welt ist in eine Krise gestürzt worden. Ein kleines, unscheinbares Virus hat das Leben in allen Nationen durcheinander gebracht. Mitten in die Bedrohung, in die Ungewissheit und in die Angst vor der Zukunft sagt Gott heute auch zu dir und zu mir: Hab keine Angst. Jesus Christus, der Retter, ist da. Jesus bringt Frieden in unser aufgewühltes Herz und Hoffnung und Zukunft für unser Leben. Wenn du das für dich wünschst, kannst du ihm ganz einfach sagen: Du bist willkommen, Jesus. In Bethlehem in dieser Nacht hat Gott das Wunder geschenkt. Sie sind zum Retter für uns gemacht. Wer hat das jemals gedacht? In Bethlehem in dieser Nacht hat Gott das Wunder geschenkt. Sie sind zum Retter für uns gemacht. Wer hätte das jemals gedacht? Immanuel, Immanuel, Jesus, du bist Gott mit uns. Immanuel. Vor Gott bearme Lüt. Er kommt vor dir und mich. Das Kind, wo in der Krippe liegt, bringt Gottes Friedensried. Der Sohn vor Gott bearme Lüt. Er kommt für dir und mich. Das Kind, wo in der Krippe liegt, bringt Gottes Friedensried. Immanuel, Immanuel, Jesus, du bist Gott mit uns. Immanuel. Jesus, du bist
ist Gott mit uns.